Hast du in deinem Leben Grenzen gesetzt? Also weißt du, wo deine Grenzen sind? Oder entscheidest du immer neu, wo deine Grenzen sind, je nachdem, wie du dich fühlst, also wie gerade dein Gemütszustand ist? Und die meisten Leute machen es so. Die meisten Leute haben variable Grenzen. Sie setzen also eine Grenze, je nachdem, wie sie sich fühlen, wie gerade ihr Tag ist, mit welchen Menschen sie umgehen, ob sie von diesen Menschen etwas wollen, sowas wie Anerkennung oder vielleicht wirklich eine Art Jobbeförderung, was Materielles wollen oder ob sie irgendwas Emotionales von diesen Menschen wollen. Oder eben irgendetwas anderes. Oder sie gehen eben nach ihrem Gefühl und schauen, ich fühle mich gerade danach, also mache ich jetzt das und im nächsten Moment machen sie wieder was anderes. Es ist natürlich wichtig, die Gefühle nicht zu verdrängen und die Gefühle anzunehmen und zu sagen, okay, das fühle ich gerade, alles klar, aber ich lasse mich jetzt davon in meinen Grenzen nicht beeinflussen, weil der Schlüssel zu einem stabilen und glücklichen und einem stabilen Glück, so einem stabilen Frieden, jetzt nicht dieser überschwänglichen Freude und nicht dieser überschwänglichen depressiven Episode, sondern so einer stabilen, unterschwelligen Glückseligkeit, sage ich mal. Das muss jetzt nicht dieses Glück sein, wie man es im Volksmund nennt, wenn man dann viel Geld hat oder so, sondern einfach dieser Friede, diese innere Freude, die erreicht man nur dadurch, dass man sich selbst Grenzen setzt und seine Grenzen kennt und diese Grenzen, egal wie man sich fühlt, auch anwendet. Und dazu müssen wir erstmal lernen, dass wir nicht unser Gefühl sind. Das Gefühl ist genau wie unsere Gedanken, eine Energie in unserem Körper, die uns auf etwas hinweisen will, die uns quasi eine Herausforderung sein will. Und diese Herausforderung sagt uns, pass auf, du stehst an einer Grenze, es kommen gerade Ängste, die noch nicht verarbeitet sind, nimm dich dessen an, sei dir dessen bewusst, aber nicht richte dein Leben danach und wenn du deine Ängste hochkommen, verkriech dich in dein Zimmer und mach gar nichts mehr, weil dann versteckst du dich quasi wieder vor diesen Ängsten oder vor diesen Gefühlen. Und jetzt kommt ein weiterer Faktor, wo die meisten Menschen vielleicht denken, das könnte schwierig sein. Und zwar, wie weit sind deine Grenzen gesteckt? Also hast du weite Grenzen oder hast du enge Grenzen? Und diese weiten Grenzen werden manchmal missgedeutet als lasch, als unkonsequent, weil die Leute eben aufgrund deiner weiten Grenzsetzung nicht erkennen, dass du irgendwelche Grenzen hast. Und viele Leute fühlen sich dadurch nicht ernst genommen und setzen dann die Grenzen künstlich enger. Sie versuchen also, diese Grenzen eng zu setzen, obwohl sie eigentlich aus ihrem tiefsten Inneren diese Grenzen gar nicht eng setzen wollen, sondern sie haben sehr weite Grenzen. Bis eine Grenze bei manchen Personen erreicht ist, dauert es sehr lange. Das heißt, bis diese Leute sagen, stopp und hier nicht weiter und jetzt reicht's mir, vergeht sehr viel Zeit. Und wenn sie dann andere Leute sehen, die sich irgendwelche bestimmten Dinge nicht gefallen lassen, dann denken sie, bin ich lasch, habe ich keine eigene Person, habe ich keinen Charakter, was ist los? Also sie vergleichen sich dann mit anderen Leuten, die strikter sind, was auch viel mit Kindererziehung zu tun hat, aber auch was man anderen Menschen durchgehen lässt, generell. Und dann fühlen sie sich selbst schwach und versuchen irgendwie andere Grenzen zu adaptieren von anderen Leuten. Und damit werden sie aber nicht glücklich, weil sie dann überreagieren und nicht mit ihrem innersten Kern in Einklang kommen und dann immer denken, war das jetzt richtig, war das jetzt falsch. Wichtig ist, die eigenen Grenzen kennenzulernen. Und wenn diese Grenzen sehr weit sind und wenn man sich mit Spiritualität beschäftigt, dann werden diese Grenzen automatisch sehr weit, weil man eben in anderen Sachen erkennt, wo man selbst früher drin gesteckt ist und dieses Mitgefühl entwickelt und dann viele Dinge durchschaut oder die wahre Person hinter diesem personellen Ego-Schleier sich anschauen kann und dann dieses Mitgefühl hat und dann diese Grenzen sehr weit steckt. Aber natürlich heißt es nicht, spirituell bewandert zu sein, heißt nicht, dass man dann plötzlich alles mit sich machen lässt, sich quasi von allen herumschubsen und von der Welt sich herumschubsen lässt. Nein, man bleibt immer noch zentriert, man bleibt gelassen, aber setzt trotzdem irgendwo Grenzen. Aber nicht, und wenn man diese Grenzen mitteilt, dann ist es nicht bösartig oder böswillig, sondern wenn man diese Grenzen mitteilt, dann teilt man das ohne Ego mit und sagt hier und nicht weiter, das ist meine persönliche Grenze, aber greift den anderen dabei nicht an.
Und wenn diese Grenzen nun mal so weit sind, wenn man weite Grenzen hat, dann darf man sich nicht verunsichern lassen, dadurch, dass man eigentlich selten an seine Grenzen stößt. Weil das heißt nur, dass die Welt plötzlich zu einem Ort geworden ist, der einen nicht mehr so schnell an seine Grenzen bringt. Das heißt, man muss sich immer wieder, weil andere Leute immer wieder Grenzen setzen, wo du denkst, da würde ich noch lang keine Grenze setzen, man muss sich dessen immer wieder bewusst werden, dass es was Gutes ist, dass man weite Grenzen hat. Wichtig ist aber, dass man auch weiß, dass man irgendwo seine Grenze hat. Und genau das müssen wir etablieren in unserem Leben. Wenn wir das schaffen, diese Grenze zu etablieren, dann können wir auch wirklich sehr viel durchgehen lassen, weil wir wissen, wir haben eine Grenze sehr weit draußen. Wenn diese aber erreicht ist, dann ist es wichtig, auch konsequent zu sein. Also diese Grenzsetzung nochmal überdenken, was bedeutet Grenzsetzung für mich und wie weit habe ich meine Grenzen gesteckt und habe ich diese Grenzen von anderen übernommen oder sind es meine richtigen Grenzen? Bis zum nächsten Video. Ciao.